Innerhalb der weiten, weiten Techno, Minimal, wie auch immer sie heißt, Gemeinde, gibt es ein sehr spezifisches Bild von Berlin und das heißt ausgehen, bis nichts mehr geht. Passt da zum Beispiel ganz gut, ist so oder so. So blöd es klingt, aber das gibt's und man kann jeden Tag ausgehen, jeden Abend ausgehen. Und wenn man das Wochenende am Donnerstag anfängt, kann man irgendwie Dienstag immer noch in der Bar 25 abhängen oder sowas. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum, weiß ich nicht, EasyJet einen Flug nach dem anderen aus Italien, Spanien und so weiter organisieren muss, weil das, da ist es montags morgens oder so auf dem Flughafen Schönefeld, ist es ein bisschen wie nach einer Love Parade. Heute ist meine Lieblingsplatte Devaju. Das ist so ein Haustyp aus San Francisco, der extrem relaxed, sehr deep, aber doch verdammt kickend Haus macht. Bisschen oldschoolig, aber es klingt einfach sensationell gut. Ja, nur andersrum. Ja, Dave und dann Aju. Also, das ist eine gnadenlose Schwemme, aber es ist nicht unbedingt eine gnadenlose Schwemme an Schrott. Es sind zwar wahnsinnig viele Leute, aber es sind auch wahnsinnig viele Leute, die wahnsinnig wenig Kohle machen. Also so das typische kleine Label, das hält sich mal so gerade über Wasser. Von daher, es gibt wahnsinnig viel und natürlich MP3-Shops. Nichts ist einfacher, als ein MP3-Label zu machen, aber es ist auch nichts einfacher, als einem MP3-Label unterzugehen. We'll be right back.